Selten. Estefania küsst das süße Liebeserklärung an ihren Mann. So schnell gibt sie ihr Glück nicht mehr her. Dieter Bohlens, 64, Ex-Freundin Estefania Küster, 39, musste in den letzten Jahren einige Schicksalsschläge verkraften. 2015 erlag ihr einstiger Freund, der Gastronom, dem Krebsleiden. Nur kurz darauf verlor die Brünette bei Auti ihren Vater. Doch die Powerfrau hat mittlerweile ihr Lächeln wiedergefunden und ist seit 2013 mit verheiratet. Ihrem Mann widmete jetzt liebevolle Zeilen. Derzeit Urlaub, das Bar auf der Sonneninsel Mallorca und lässt so richtig die Seele baumeln. Bei diesen ganzen Glückshormonen ließ es sich die 39-Jährige natürlich nicht nehmen, einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten auf Instagram zu teilen. Sommerliebe. Ich liebe dich, betitelte das Model ihr Knutschpick und unterstrich ihre Gefühle mit den Hashtags Raute Glück und Raute Liebe dich für immer. Erst am 13. Juli feierte das Paar seinen Hochzeitstag. Seit mittlerweile 5 Jahren gehen die beiden als Eheleute durchs Leben. Zusammen mit dem TV-Produzenten hat Estefania 2 Kinder, den 4-jährigen Mo und die 3-jährige Mila. Der 13-jährige Maurice, den sie aus der Beziehung mit Dieter hat, rundet ihr ganzes Familienglück ab.